So, jetzt haben wir gerade von Lukas schon was über die Kampagnengruppe gehört. Und als nächstes haben wir einen Beitrag von Anna. Die engagiert sich in der Asylgruppe und hat im Vorhinein schon einen Beitrag für uns aufgenommen. 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Eine Zahl, die uns alle betroffen machen sollte. Und eine Zahl, die auch Amnesty International betrifft. Das Thema Flüchtlinge war in den letzten 3 Jahren in den Medien so präsent wie selten. Die Betonung liegt auf in den Medien. Denn für Menschen, die auf der Flucht sind oder die sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen, ist es ständig und schon seit langer Zeit präsent. Neben den furchtbaren Erlebnissen, die eine Flucht mit sich bringt, erleben leider auch viele das Ankommen als einen Schock. Ein fremdes Land, eine fremde Kultur und eine fremde Sprache. Und dann teilweise auch noch Feindseligkeit. Das hat so manche Menschen in Europa, leider auch oft in Deutschland, erwartet. Genau deswegen ist die Arbeit von Organisationen wie Amnesty umso unverzichtbarer. Um uns der großen Thematik Flucht und Asyl ausführlich widmen zu können, ist eine Untereinheit in unserer Hochschulgruppe die Asylgruppe. Wir machen uns Gedanken, wie wir Freiburger auf die täglichen Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen aufmerksam machen können. Wir wollen sensibilisieren und Menschen von einer ablehnenden Haltung gegenüber Geflüchteten frei machen. Asyl ist ein Menschenrecht. Das sollte jeder Mensch verstehen und auch anerkennen. Es zeugt von einer menschlichen Gemeinschaft, die hilft, wenn andere in Not sind. Als Asylgruppe haben wir ein monatliches Kochen mit Flüchtlingen auf dem Kreta-Gelände etabliert. Es ist schön, mit Flüchtlingen in Kontakt zu kommen, deren Kultur kennenzulernen, gerade kulinarisch. Man hat das Gefühl, Brücken zu bauen, die für unser aller Zukunft sehr wichtig sind. Im letzten Semester haben wir außerdem die Ausstellung der Straße der Menschenrechte am Seepark Freiburg organisiert. Man hatte Zeit, die einzelnen Artikel der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Man entwickelt ein Bewusstsein darüber, wie viele Bereiche eigentlich durch diese Erklärung abgedeckt sind und auch darüber, wie sie täglich alle auf die verschiedensten Art und Weisen auf der ganzen Welt verteilt missachtet werden. In Zusammenarbeit mit der Freiburger Regisseurin Ulrike Kübler zeigten wir im vergangenen Semester auch deren Dokumentation Stepping Forward in der Universität. In dem Film geht es um die Situation von Flüchtlingen auf Malta. Im Anschluss daran fand eine sehr lebhafte Diskussion statt. Von Aktionen wie den genannten Beispielen erhoffen wir uns Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken. Wir hoffen, dass die Standpunkte von Amnesty klar erkennbar sind. Und wir wissen, dass wir durch Aktionen wie diese ein deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz setzen. Und die Mission freut sich natürlich immer über zahlreiche Unterstützer. Informationen zur Asylgruppe erhaltet ihr bei unserem Amnesty-Einsteigertreff an jedem ersten Dienstag im Monat.